Ich frag mich, wo. Musik darf müh lauter. Was mit unseren Stimmen? Hört ihr uns dann trotzdem gut? So gut? Passt das so jetzt vom Sound? Du weißt, dass aber dann alle Musik müh lauter ist, ne? Ja, warum ist das jetzt wieder leer? Was brauchst du denn? Ich hab das da gerade rausgetan. Was brauchst du denn? Ich ordne. So, besser, Jolly? Ist jetzt genau zwischendrin. So ist gut. Glaubst du, die Bäume wachsen hier easy peasy eigentlich wieder nach? Wo? Warum warbst du eigentlich Bäume? Weil ich immer Holz brauche. Warum gehst du da nicht hier hin und holst die Bäume? Weil die Nossam macht hier einen guten Job normalerweise. Hier sind 897 Holz drin. Achso, hier ist aber keine Kiste neben dran. Eigentlich sollten wir da eine Ich Kiste mach da neben mal eine hinstellen. Kiste ran, ja. Fuck, die Peperoni war scharf. Geil. Da gehe ich jetzt aber trotzdem mal kurz farmen ein bisschen, oder? Habe ich jetzt ein bisschen Platz in meinem Inventar? Bisschen. Ne, zuerst porte ich jetzt mal back und tu das Ei ausbrüten. Ich habe nämlich so ein feuriges Ei gefunden. Ich habe mich halt einfach zu dem Ding hier hingeportet, wo ich schon war. Die sind ja wirklich komplett nebeneinander, ne? Was? Die beiden Lager. Ja, doch gut. Ist ein Glumanda da drin, schauen wir mal. So, und jetzt gehe ich Iron Farm. Jo, schönen Sonntag. Jo, schönen Sonntag, Koro. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Wie war deine Nacht? Hast du gut geschlafen? Hey Koro, was geht? Schön, dass du da bist. Jo, gut gepennt. Und ihr? Ja, auch ganz gut gepennt. Heute Morgen wieder ein bisschen Scheiße mit unserem Haustier gehabt, aber sonst passt alles. Und ich habe ein bisschen Bock auf Monster Hunter. Aber die Lust für Palworld überwiegt, ehrlich gesagt. Palworld scheinbar gerade 1 Million Spieler. Alter, ja, ich hab schon gesehen, dass die Krisensitzung ausgerufen haben in ihrer Firma. Weil irgendwie 715.000 Leute oder so gleichzeitig eingeloggt haben. Und die dann die Server überfüllt waren und so und die Server Probleme gemacht haben. Hallo Gintu, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Wie war dein Sonntag? Wie war deine Nacht? Hast du gut geschlafen? Wie geht's dir? Ja, uns geht's auch ganz gut. Gerade ein bisschen Palworld. Aber auch Bock auf Monster Hunter. Aber jetzt erstmal ein bisschen Palworld. Dann mal gucken, wie es danach ausschaut. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel gefarmt. Ja, das ist als Dev immer ein bisschen kacke, wenn ein enormer Heim kommt, weil es selber so stark ausbauen teuer ist, aber die Leute das ja wollen, aber gleichzeitig ist ja klar,
dass nach 2, 3 Wochen die Hälfte der Spieler schon weg sind und dann hast du viel zu teure Server. Ist absolute Scheiße, ja. Aber wer weiß, vielleicht schaffen, also die Menge, die jetzt gerade da ist, wird nicht mehr funktionieren. Ich habe auch irgendwie gelesen, dass Gronkh gestern gestreamt hat und irgendwie weltweit Platz 1 war mit Zuschauern. Palworld. Ist halt, ja. Schon krass, wenn so viele Leute dieses Spiel spielen. Warum bin ich hier? Achso. Game hat schon einen Mega-Hype. Es macht halt aber auch wirklich Spaß, Koro. Also man kann da echt, kann man schon so sagen. Es macht bestimmt der heftigste seit einem Jahr oder so. Mir fällt auch gerade gar nichts ein, was sonst so einen Hype gehabt hätte. Aber die haben irgendwie Platz, die haben irgendwie Apex von den Most Playern irgendwie ever auf die Seite verschoben. Vielleicht macht Nintendo ja jetzt endlich ein PC-Spiel für Pokémon. Schauen wir mal. Unwahrscheinlich. Nintendo ist ein bisschen dumm. Wenn es um sowas geht, leider. Weil das Geld halt stimmt, ja, weil das Geld ging auch ab, ja. Aber Baldur's Gate ist halt auch wirklich grandios gewesen, wobei wir dieses Spiel hier nicht mit Baldur's Gate vergleichen können. Es ist einfach durch mich durchgelaufen. Also nicht können und nicht sollten. Weil Baldur's Gate ist. Das sind Welt. Das sind Palworlds. Palworlds Unterschied. Was ist denn los? Irgendwas. So. Kribbelt mich hier. Aber es macht Spaß. Es ist ein cooles Spiel. Und es ist wahrscheinlich nicht sehr langwierig. Denk, ein paar Tägchen wird es noch halten, der Hype. Gucken, ob sie schön nach. Was? Ey, dieses Depresso, das ist so krass, ne? Schau mal, es schleift einfach die. Ge Hast du das gesehen, Maxi? Nee, hast nicht, ne? Das schleift einfach die Gegenstände hinter sich her. So voll so, wenn's hackt, ist es auch so krass, macht es so. Das ist so geil. Depresso am Start. Quietsch. Ja, mal schauen, wie regelmäßig und mit welcher Qualität der Pokédex, der Tech Tree und die Region erweitert werden. Ja, also ich. Ich glaube aber, das wird tatsächlich regelmäßig geschehen, weil die haben halt schon einen krassen Hype und wenn die Einen krassen das Druck vor allem jetzt. jetzt nicht ausnutzen, dann sind die ja bescheuert. Also sorry, aber das wäre komplett dämlich. Ja, aber das haben wir schon 100 Mal gesehen, dass sowas passiert. Dass der Hype da ist. Die haben hier aber halt auch Möglichkeiten. Ich hoffe, die haben ein bisschen vorgearbeitet. Nicht, dass jetzt auf einmal Gunmon rauskommt oder so. Wobei das hier sogar noch gehen würde mit Gunmon. Gunmon. Aber es geht jetzt auch erstmal bis Level 50. Ich weiß nicht, wie viele Leute schon durch sind, aber es gibt bestimmt ein paar Hardcores, die schon durch sind. Ja, bei einem Singleplayer-Survival-Game kannst halt nicht, kannst halt ein Update, das Monate dauert, in ein paar Stunden durchzocken. Da haben zum Beispiel Gacha-Games enorme Vorteile, weil du nicht durch den Content speeden kannst und du dir als Dev da Luft nach hinten raus schaffst, ja. Dummer Port. Wo ist denn der eigentlich? Spaß. Hallo Zeffi, oh, du bist gut gelaunt. Was geht ab? Was gut? Schön, dass du da bist. Hallo, Zeffi. Ist er düd. Oder ein neuer Raid in dem MMO. Schafft ja auch Tage an Content für Raider, stimmt ja. Es war wunderbar, sehr schön. Das heißt, sie hatten Sex. In Bann und Scherz, brummte ich. Sie hat geflüstert, weil sie gedacht hat, keiner kann sie hören, aber ihr habt sie alle gehört.
Finde halt bei Maxi, finde halt bei so einem Singleplayer-Game ist so viel Arbeit für so wenig Spielzeit, ja. Ist schon krass. Aber es ist ja Aber es auch, ist ja kein richtiger es ist ja kein Singleplayer. richtiges Singleplayer-Game, Aber es ist selbst ja wenn, ich Multiplayer. finde, so viel Arbeit ist ehrlich gesagt wichtig, weil dieses ganze Quantity-Scheiß geht mir dermaßen auf den Piss. Die sollen Entschuldigung. lieber 5, 6 coole Pokémon raushauen. Genau. Anstatt 200 Ja, Scheiß-Pokémons. genau. Und bis jetzt sind die Pokémon echt cool. Hast du mein Flug-Pokémon schon gesehen? Koro? Nüsse. Ich steck sie in den Mund. Warum gehen die verfucking Fackeln immer aus? Das geht mir dermaßen auf die Nerven. Nüsse. Nüsse. Nightwing. Ja, und ich kann jetzt aber fliegen. Hast du das schon gesehen? Nüsse. Ach fuck, ich hätte Ding mitnehmen sollen. Caddy war. Habe ich natürlich nicht dabei. Nüsse. Vor allem war in diesem Japan-Anime-Event auch eine Autogrammstunde. Mit wem? Wen hast du geautogrammt? Hast du eigentlich jetzt mal so eine große Kiste gebaut, Nö, Schatz? ich sammle gerade Metall. Was glaubst du, wie groß die ist? Oh, ich kann jetzt einschätzen, gell? Das ist schlecht. Machen wir gleich mal gucken. Ja, was habt ihr so getrieben? Anime-Event. Und vergiss die Standfackel nicht mit, die Wandfackel mitzunehmen. Ich farm jetzt Metall. Ja. Nix anderes tue ich. Weil mein Problem ist, mein Gehirn funktioniert nicht so gut, Maxi. Ich meine, du bist noch lange genug mit mir zusammen, um das zu wissen. Ja, ich kann das halt noch nicht machen, weil ich zu lowes Ja, Level dann mach habe. irgendwas anderes. Kennt alle? Cool. Das ist das Original von SSIO-Song. SSIO! Meine Küche stinkt, weil ich die Gabeln spüle. Barbara Streusand. Barbara Streusand. Aber ich muss schon sagen, das ist echt ein bisschen dumm. Ach so, nicht, kannst du einfach da drin lassen. SSIO, warum so lange weggeschlafen nachts auf einem Vakuum? Hey Spock. Ich finde, SSIO ist einfach Comedy. Komma 9. Wohnung stinkt, weil ich die Gabel spüle. Gute Kunstfigur, absolut, ja. Der hat das schon saugut gemacht. Hasch, hasch. Ich mache gerade echt viel Metall. Freundin versucht mir gerade das Game schmackhaft zu machen. Muss das Problem an der Sache. Jetzt kommt's. Nimm die andere Kiste. Sie ist so eine, die ein Game eine Woche oder zwei zockt und dann von heute auf morgen keinen Bock mehr hat. Ja, ich auch voll. Das ist ein Riesenproblem bei mir. Stell mal die große Kiste dann Will hier ich hin. gerade. Ich brauche 10, 15 Metallbahnen, Maxi. Haben wir keine mehr, oder? Ja, ich weiß nicht, wo du sie hin hast. Die waren da drin in der Kiste. Ja, die machen gerade Nägel daraus. Gut, wir haben keine mehr. Ja, warte, ich kann die hier. Kannst du nehmen. Ich brech's ab. Wo soll ich sie nehmen? Du musst sie in die Kiste tun. Tu sie in die Kiste. Barbara Streisand. Wie viel brauchst du? 15.
Ja, okay. Wann sind sie drin? Die sind Tu drin. einfach alle rein. Sind drin. Ach so, okay. Nee, mach das mal hier näher dran. Da kommen ja noch weitere Sachen hin. Okay. Brauchen wir wirklich vier Werkbänke? Ja, damit, wenn eine beifängt, dann kann dann nur Pfeile machen und sowas. Ist gut. Kennst du dieses Green Needle Ding, oder? Welches Green Needle Ding? Ja, aber Mitch, dann hol dir doch den Game Pass. Der kostet 1 Euro, wenn du den noch nicht hattest. Achso, aber die will das. Ja, nee. Ja, Green Needle oder Brainstorm. Nee, ich weiß gerade nicht, was du meinst. Wenn mein Gehirn nicht funktioniert. Aber erklär's mir bitte, Koro, ich will auch verstehen. Ich will kein Boomer sein. Ich will kein Boomer sein. Die Fackeln gehen immer von selbst aus. Das ist so ein Sound. Achso. Ja, das ist halt alles noch Early Access, mein Schatz. Eine Reparaturbank, Ah, ne? cool. Schau mal. Da ist fett Platz drin. Mehr als das Doppelte als in der normalen. Schau mal, was brauchen wir denn jetzt alles noch an Werkbänken? Eine Reparaturbank reicht aber auf jeden Fall, Ja. ne? So. Dann haben wir ja noch eine Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst, ja. hochwertige Werkbank. Und was haben wir dann noch? Was hast du noch? Weil ich Ich habe hab. ja nicht so viel. Ja, die Kühlbox haben wir noch. Ja, die können wir dann. Wenn Sachen frisch halten, da brauchen wir aber immer einen Perl, der die runterkühlt. Haben die Pelzen eine Futterbox? Im Futterdruck haben die ja. Gut. Der ist draußen. Also, Ich kann noch mittelalterliche Pharmaziewerkbank das machen. haben wir schon. Dann primitiver Hochofen. Ja, da müssen wir noch einen gescheiten Platz finden. Aber da war doch noch irgendeine Zwerg. Genau die brauchen wir noch. Teilausrüstungswerkbank, Und ja. was noch? Kann es. Werkbank, Reparaturbank. So, die brauchen wir noch, die Die dritte. haben wir, die haben wir, die brauchen wir noch. Das haben wir. Ist ja Der klein, zerkleinere aber steht, glaube ich, auch egal. schon. Und die hochwertige Werkbank brauchen wir dann noch. Achso, ich habe gedacht, die hast du auch schon. Da brauchen wir 10 Nägel dazu. Ich bin nebenbei am Lernen. Also, wenn ich mal nicht schreibe, bin ich gerade am Werkeln oder manchmal muss ich auch muten zum Konzentrieren. Also nur so halb anwesend heute. Okay, Koro. Aber danke, dass du trotzdem halb anwesend da bist. Ja, dann machen wir es jetzt erstmal so. Dann machen wir erstmal Nägel. Die Palsphärenbank haben wir auch noch. Was Gott? Ah ja. Palsphärenbank, da kann man Pell-Dinger machen. Gut, dann stellen wir hier noch, was stellen wir denn hier hin? I don't know. Vielleicht die Spellwand-Ding? Hier vielleicht Wie dahin? bist du, wie kommst du an die ran? Was meinst du? An die Fackel. Einfach da hingehen und X klicken. X. Achso. Ich kann die nicht. Ich kann gar nicht auf die zugreifen, auf die Fackel. Ich gerade auch nicht. Komisch. Kann man die überhaupt nicht ausmachen, oder? Es ist halt einfach alles gerade noch Early Access, ne? Wir könnten höchstens hier noch eine Truhe hinmachen. Aber brauchen wir so viele Truhen hier drin? Ja, eigentlich schon, ne? Ey, Truhen sind absolute Mangelware in dem Spiel. Dann würde ich sagen, machen wir einfach nochmal ne neben der Reparaturbank eine hin. Wo kommt die Reparaturbank hin oder steht die schon? Ja, die steht schon. Soll ich da dann auch so eine Eisenkiste hinbauen wieder, oder? Direkt daneben, genau. Warte mal, schau mal, Schatz. Ich möchte direkt unter den Fenstern.